Im Weiberhagen heuer begleiten wir die Schwinger zwar nicht an das Schwingfest, aber wir probieren mit den neuen Sportarten aus. Die Bösen wagen sich an neue Herausforderungen. Heute mit einem Turnerschwinger, der wirklich geht turnen. Jetzt hättest du fast in die Brücke können, das wärst du ja gewonnen. Florian Gnägi, immer sehr gut vorbereitet auf die Saisons. Hat auch die eine oder andere Verletzungsgeschichte. Vielleicht ist es sogar gut, kann er einmal ein bisschen Zeit nehmen für sich, kann sich gut vorbereiten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er im 21. zu einer guten Form aufläuft. Bevor er im Sagmau aber wieder richtig angreifen kann, übt er seine Balance und Körperspannung. Und das lehrt ihm heute die 14-jährige Clémence Gobet von Ochson. Die junge Kunstturnerin ist zweifache Schweizer Meisterin. Florian, ich erwarte, dass du heute brillierst, du als Turnerschwinger. Du bist im Turnverein Studen und jetzt heute geht es an Balken. Die Clémence, wer gerne, dass du den schlussendlich den Hangstang hier drauf kannst. Jawohl. Wie schwierig ist das, Clémence? Was ist das, dass er das schaffen kann? Was muss er da beachten? Also das Schwierigste ist, dass man gespannt bleibt und im Handstand bleibt. Und der Balken ist nicht so breit, dass man die Hände so richtig drauf hat. Gut, dann sind wir gespannt, ob deine etwas breiteren Hände da drauf machen. Aber Hangstange im Trocknigen, das geht? Ja, also nicht ewig lang oben bleiben, mehr so ein Handstange mit Abrollen, Einlaufen, im Schwingtraining machen wir das viel. Etwa. Aber jetzt nicht gerade der im Handstand durch die Gegend läuft. Ja, ja, vielleicht jetzt schon, nach dieser Übungssequenz. Ja, wir werden es sehen. Ja. Wir sind gespannt. Die erste Schwierigkeit ist schon mal elegant auf den Balken zu kommen. Ja. Uiuiui. Das ist verdammt schmal. Ja. Jetzt können wir ein bisschen laufen. Florian, der Seiltänzer. Die Füße, glaube ich, zu gross. Ja. Jetzt kannst du vielleicht seitwärts probieren, wenn es geht. Rückwärts. Sehen wir jemanden, wenn ich dahinter bin? Ja, noch ein Schritt. Hoch konzentriert, hä? Ja, stopp. Jetzt können wir einfach ein paar Schwünge probieren, wenn es geht. Ja, genau. Ah, du läufst nicht so durch den Berg? Nein, in der Regel nicht. Noch ein bisschen seitwärts. Die Schraube wird angezogen, die Übungen gehen ein bisschen schwieriger und die Zehenspitzen nicht vergessen, bitte schön. Soll ich das wirklich probieren? Ja, oh, siehst du jetzt? Gut probiert. Gibt es eine Parallele zum Schwingen? Ja, Schwingen. Beim Schwingen ist man manchmal schon mal am Grat unterwegs. Ja. Aber ja, die Körperspannung braucht sicher auch extrem hier, dass man eben nicht runterfällt, dass man sich immer wieder schön retten kann. Und es gibt sicher eine gewisse Parallele, aber es ist hier schon ein bisschen filigraner als jetzt im Sackmehl. Ja. Schon nur am Boden elegant in einen Handstand raufzukommen, ist für die meisten Leute eine Herausforderung für eine Fleur und nicht. Ein bisschen weniger Bolle. Das sieht ja schon so aus. Ich würde am Anfang nicht zu viel Schwung nehmen. Ja. Jetzt hättest du fast in die Brücke können, das wärst du ja gewonnen. Ich hatte Angst, auf den Rücken zu gehen, aber du hast jetzt gar nicht Angst. Ja, wir sind es halt gewohnt im Sackmau, dass wir fallen. Und hier sind wir ja am Boden, also das geht noch einigermaßen. Es sieht vielleicht auf dem Balken ein bisschen anders aus. Aber ja, Angst habe ich nicht, einen gewissen Respekt, wenn ich dann hier oben bin. Aber Angst ich glaube, ist ja es kommt gut, schon gut. Aber... Ja. Oh Mann.
Clemens, denkst du, es könnte klappen? Ja, ich denke, es könnte gehen. Es könnte. Wir schauen es an. Ui! Gewinnt die Einladung für zwei Personen am 1. August an die grosse Nationalfeier mit vielen Highlights für zwei Personen bei einem feinen Gaumenschmaus. Unsere berühmte Berner Platte. Auf der Schau im Schweizer Volksmusikzentrum. Schreibt ein Mail mit euren Koordinaten an wettbewerb@telebern.ch. Der Hahn stand auf dem Balken. Gerade so muss es beim Fleuru nicht aussehen. Hauptsache, er kann sich oben behalten. Geht's? Alles gut. Das hat jetzt sehr brutal. Nein, ist schön weich. Ja, für Kunstturner zu werden, müsstest du auch noch etwas abspecken. Definitiv. Vielleicht auch noch etwas kleiner werden. Ja, aber du stehst schon mal auf dem Balken. Hey, das ist schon etwas. Ja, das stimmt schon. Wenn ich das heute Morgen gedacht hätte, wäre ich zufrieden gewesen. Ja. Ja, mit so viel Übermut und Selbstvertrauen kann man natürlich schon gerade eine kleine Choreo vorzeigen, mit dem Handstand dann noch als krönenden Abschluss. Und du bist oben geblieben. Ich würde sagen, das ist mehr als erfüllt, Clemens. Was meinst du? Ja, also ich habe es gut gefunden. Ich würde dir eine 8 geben. Weil ja, die Beine waren nicht ganz gestreckt, aber es war gut. Sehr gut, merci vielmals. Danke. Jetzt ist ja die Schwingsaison abgebrochen, also die Schwingfeste finden nicht statt. Für dich natürlich besonders wegen Arberg. Das Bernische Kantonale, dein Heimfest. Ja, ich nehme an, du tust jetzt gleich nicht einfach Trübsal blasen. Oder hast du irgendeinen Plan, was du an diesem Tag würdest machen? Nein, ich glaube, Trübsalblasen bringt in dieser Situation nichts. Ich freue mich umso mehr, dass ich jetzt noch ein Jahr mehr Zeit habe, um mich darauf zu freuen. Nächstes Jahr wird das Kantonal auch wieder zu Arberg stattfinden, wenn die nächste Saison alles normal und rund läuft und möglichst ohne Corona. Und von dem her freue ich mich auf nächstes Jahr. Ich muss vorwärts schauen und was man nicht ändern kann, das kann man nicht ändern. Und dann muss man nicht gross umstudieren. Und ich freue mich, wenn es dann wieder losgeht und auf das, was noch kommt. Ja. Behalte auf jeden Fall deine Fitness, dann kann die nächste Schwingsaison kommen. Und bei uns kommt das nächste Sportabenteuer mit dem nächsten Schwinger heute in der Woche. Und es gibt noch mehr von dem. Hier geht es direkt zur nächsten Sendung. Da gibt es alle Ausgaben von Weiberhaken. Und bitte noch unseren YouTube-Kanal von Telebern abonnieren und natürlich nicht vergessen, uns auf Instagram und auf Facebook zu folgen.